Hey Leute, ich habe eine Autopanne. Ja, das muss auch mal sein. Da ist mein Auto mit dem Mechaniker. Der versucht herauszufinden, was es ist. Es hat geruckelt, VW Golf 6. Ziemlich kacke, weil ich war gerade auf dem Weg zu meiner Rechtsanwältin. Jetzt stehen wir hier in Senden. Senden-Bösensell bei Münster. Und wir haben natürlich den Anwaltstermin nicht wahrnehmen können. Aber heute ist, das haben wir gerade gehört beim Kaffee trinken, seltsam, heute ist der 75. Geburtstag von dem MeToo-Missbrauchstäter Bernd Eichinger. Ja, also als hätte ich das irgendwie, ich habe das nicht gewusst, ich schwöre es. Und das ist eine Message an Nina Eichinger. Frau Eichinger, die Tochter von Bernd Eichinger. Ich habe sie vor Jahren schon angeschrieben, ich habe ihnen das erzählt, was mir passiert ist, und sie haben noch nicht mal geantwortet drauf. Das finde ich schon ziemlich mies und ziemlich low, was sie da, dass sie so tun, als würde ich mir das einbilden oder was. Es ist wirklich krass, was der mit mir getan hat, und sie wissen, was für ein Problem der hatte. Der ist nämlich nur 61 Jahre alt geworden. Und das sollte für den lieben Till Schweiger, den Lover von ihrem Vater, auch eine Warnung sein, weil er ist schon 60. Wenn er so weitermacht, dann macht er das nicht mehr lange. Und das wissen Sie auch, Herr Schweiger. Ich sehe selber scheiße aus heute und ich habe mich nicht rasiert seit Tagen. Das ist einfach, weil ich im Stress bin, weil ich hier eine Verhandlung nach der anderen habe in Münster. Und das muss jetzt aufhören. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Verarsche. Okay? Also, Horsti Scheel ist ein MeToo-Täter und das geht an Geißendörfer. Herr Geißendörfer, das geht nicht. Sie können nicht einen MeToo, einen Straftäter als Castingagenten einsetzen. Der hat dann Till Schweiger weitergereicht an Eichinger. Und dann war der bewegte Mann und diese ganzen Manta und alles. Wie nennt man denn sowas in Amerika? Casting Couch? Genau, so ist es. Und das habe ich nie gemacht. Und deswegen scheiße ich auf den Job. Vielen Dank. Ich habe keinen Bock auf so eine Kacke. Und dann wird jetzt Till Schweiger auch noch in Schutz genommen. Hallo? Das war der König der Querdenker. Habt ihr das vergessen? Wir hatten erst vor kurzem diese ganze Corona-Kacke. Und er hat sich da, er hat nach einem rechten, starken Mann gerufen. Habt ihr das vergessen, lieber Stern? Habt ihr da irgendwas drüber geredet in eurem Interview? Nee, habt ihr nicht. Insofern ist das richtige Scheiße, ja? Weil ich werde hier einfach ignoriert. Ich mache etwas sehr Wichtiges, weil es für die Zukunft, für Schauspieler sicher sein muss. Versteht ihr das? Es muss sicher sein. Es kann nicht so Leute geben wie Bernd Eichinger oder Herrn Günther Behlitz, der mich am Bayerischen Staatsschauspiel, ich hatte einen wunderbaren, tollen Beginn einer Karriere und dann kam dieses Arschloch, dieser alte Kacker, und hat mit der Katharina von Kostholmann, Katharina Kostholmann vom Theater Münster, sich diese perfide Idee ausgedacht. Wir machen einfach Herrn Bellinghaus ein Stück Kinderhaus, machen mal Kinderhäuser draus. Und das werde ich haushoch gewinnen nächste Woche. Und dann ist diese Frau weg und dann ist das Theaterstück verboten. Und dann könnt ihr sehen, wie es weitergeht. Insofern, Happy Birthday, Bernd Eichinger. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle.